Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier, haben das Polizeirevier weiter erkundet, haben die Karotüren erforscht, haben den Herzschlüssel gefunden und wir sehen, wie wir jetzt hier, genau, wir haben den Herzschlüssel gefunden und wir haben jetzt tatsächlich hier noch diese eine Herztür. Und ich befürchte, dass wir raus müssen, weil da hinten ist eine Treppe und ich kann mir schon denken, was da kommt. Deswegen, lad die Waffe nach, bitte, Leon. Und das ist ja die einzige Herztür hier. Das heißt, wir müssen tatsächlich, glaube ich, Schlüssel benutzt. Und es lustlos ablegen, weg damit. Und wir müssen gleich tatsächlich, naja, raus. Weiß ich nicht, ob das schon raus ist. Oh, auf jeden Fall liegen hier zwei Leckerlis. Zwei grüne Kräuter. Okay. Das heißt, die können wir zu einer Vollheilung mischen, weil ich möchte nicht jetzt hier in irgendwelche Item-Problematiken kommen. Aber wartet mal. Hier kommt bestimmt was durch. Oh Gott, hier kommt bestimmt was durch. Okay, ach, guckt mal. Ein Aufzugschalter für die Sperre. Es funktioniert nicht, das Kabel ist durchtrennt. Hätten wir lieber hier die Kabel eingesetzt, ne? Ach ja, aber woher soll ich das denn wissen, bitteschön? So, was haben wir hier? Da geht's runter auf jeden Fall. Da ist eine Tür, das ist die Kreuztür, ne? Okay, zum Glück kam da nichts. Was haben wir hier? Schrottmoni. Perfekt. Alles klar. Und ja, liebe Freunde, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Bei Resident Evil 2. Und wartet mal, steht da irgendwas? Ich will da nicht runter. Ich will da nicht runter. Aber wir müssen. Leon, wir müssen runter. Ab in den Keller mit uns. Hört ihr das? Das sind Hunde. Das sind miese, kleine Hunde. So. Das sind miese, kleine Hunde. So. Ich würde die aber schon ganz gerne sehen. Da. Seht ihr das? Das sind wieder die Hunde hier. So. Bei denen muss man mehr aufpassen als beim ersten Teil. Weil, die brauchen länger zum Aufstehen. So. Wo ist der andere? Oh Gott, wo ist der andere Hund? Ja, Leon? Das ist ein Hund. Ein Zombie-Hund. Du siehst sowas zum ersten Mal. Oh, das ist gemein, ne? Der ist da irgendwo. Okay. Lauf raus. Ziel da hinten. Ah. Okay. Boah. Boah. Diese Hunde. Boah, da. Ach du Scheiße. Okay. Man kann also auch hier eine Dreiersalve schießen und die geht dann auch auf den Hund. Nein. Ach, lad doch nicht nach, Mann. Okay. Benutzen. Genau deswegen wollte ich nicht hier runter, ey. Ach, das ist doch. So. Boah, guckt euch die Hunde an. Die sehen auch viel besser aus, ne? Als im ersten Teil. Die sehen viel realistischer aus. Blöde Zombie-Hunde hier, echt. Drei Stück auch noch von denen. Ach, dieser eklige Keller hier, ey. Ich sag es euch. Da habe ich echt Respekt vor. Okay, wir haben hier fünf Türen. Was ist das? Autopsieraum. Verschlossen. Kreuz. Aha. Ist die jetzt auch, also auch markiert? Die ist nicht markiert, ne? Wir müssen tatsächlich die Farbe, die Karte finden. Gott. Hier ist bestimmt was für uns. Gibt's hier Muni oder so? Hier gibt's doch bestimmt Muni. Und? Was habe ich euch gesagt? Munition.
So. Kellergewölbe, Freunde. Auch sehr unheimlich hier. Aber es muss ja irgendwann mal so weit sein, ne? Wir müssen irgendwann... Nein. Da will ich noch... Wartet mal, habe ich da ein rotes Kraut gesehen? Habe ich da ein rotes Kraut gesehen? Sorry. Nochmal raus. Wenn da jetzt echt ein rotes Kraut ist, dann will ich das haben. Verdammt nochmal. Tatsächlich, das ist ein rotes Kraut. Wie geil. Okay, alles klar. Perfekt. Zum Glück habe ich die nicht zusammengemischt, ey. Und tschüss. Ich will erstmal gar nichts mit euch zu tun haben. Wieder rein hier. So. So, dann kommen wir auf die Karte, weil das geht nämlich raus, wie ihr seht. Da hinten ist so ein Loch im Boden. Da ist ein Loch im Boden. Aber erstmal verbind das bitte. So. Einmal rot-grün. Einmal grünes Kraut. Ah, Leon, du bist auch schon fertig, ey. Aber ich glaube, das wird noch schlimmer mit uns. So, was haben wir hier? Da kommen wir rein. Okay. Alles klar. Und ja, liebe Freunde, ich nehme das heute an einem Freitagabend auf hier. Und ich hoffe, dann hoffe ich mal, dass euch das nach wie vor hier gefällt, das Resident Evil 2. Ja, wie wir jetzt hier weiterhin erkunden, was ist das denn? Was ist das denn für ein Raum? Ist ein Energieraum oder so? Schaut mal, noch ein grünes. Noch ein grünes Kraut hier. Stehen die hier einfach so einsam in der Weltgeschichte rum. So, was haben wir denn hier? Gibt's hier irgendwas für uns, Leon? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Was? Notstrom? Was? Ja, ist ja gut. Was? Stopp, 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 stopp. Ich will hier raus. Kam ich hier nicht mehr raus? Wartet mal. Ich hab doch keine Ahnung. Wartet mal. Das ist ein Rätsel jetzt, aber... So. Energie zu hoch, ja. Das ist ein Rätsel? Okay, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, okay. Da liegt auf jeden Fall was für uns. Ah, eine Polizeirevier B1-Karte. Gerne doch. Wir haben die Karte von hier unten. Wow. Auch nochmal ziemlich groß. Also, wir haben doch noch nicht alle so vier gesehen. Also, das Kellergewölbe ist ja auch schon... Das ist auch ziemlich groß, aber gut, das muss halt so sein, ne? So. Ich glaube, wir müssen jetzt dieses Rätsel hier machen. Gut. So, lesen wir das nochmal. Notstrom-Schalttafel. Sie können die Energie mit diesen fünf Schaltern in unterversorgte Bereiche umleiten. Wenn Sie die gesamte Energie nutzen, könnte das zu einem Kurzschluss und Stromausfall führen. Ein Schalter, wollen Sie ihn bewegen? So, ich glaube, wir müssen auf die 80 kommen. Und wir haben 5x36 und 5x14. Ich glaube, wenn wir hochdrücken, dann geht der 36 nach oben. Und wenn wir nochmal nach oben drücken, dann geht der nochmal 36 nach oben. Also auf 72, wenn wir dann 14 drücken, dann geht der 14 runter. Drück mal nach oben, Leon. So, ich glaube, das können wir auch nochmal machen. So, dann sind wir jetzt bei 72. Wenn wir jetzt zweimal runter machen, dann haben wir 44. Das passt. 44 plus 36, 80. Wir sind bei 72 minus 14. Sind 58. 58 minus 14 sind 44. Und 44 plus 36 sind 80. Ha. Energie in Ordnung. Okay. Ziemlich technologisiert hier.
Wir haben anscheinend irgendeine Tür geöffnet. Wo wir gleich hin können wahrscheinlich. Okay, das heißt... Raus hier, ich glaube, wir brauchen hier nichts mehr. Und ja, da möchte ich mich einfach mal bei euch bedanken, wieder mal, wie ihr nach wie vor dieses Resident Evil schaut. Finde ich cool. So, Waffenlager ist elektronisch verriegelt. Links sehen Sie einen Kartenleser. Was braucht man denn hier? Der Kartenleser hat wieder Strom. Das heißt, wir brauchen hier irgendeine Keycard. Alles klar. Waffenkammer, das hört sich echt gut an. So, Parking? Ein Parkplatz? Okay. Dann gehen wir mal auf den Parkplatz. Mal gucken, ob wir hier jemanden finden. Der hier geparkt hat, illegal oder so. Ein Parkplatz also. Okay. Ah, ich kann mich, glaube ich, an eine coole Szene hier erinnern. Auf diesem Parkplatz. Erinnert euch mal an Resident Evil 1. Im Labor. Da wurde von einer Person gesprochen. Ich glaube, da kommt jetzt einiges an Aufklärung auf uns zu. Ja, da vorne ist... Oh Gott. Puh. Boah, wie erschrocken. Ja. Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Who are you? Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Ja, Freunde, darf ich vorstellen, diese junge Dame da hinten, das ist Ada Wong. Ada Wong, der Ehemann von John aus Resident Evil 1, dem Forscher, der sich da, der da infiziert wurde im Forschungsbüro von Umbrella. Das ist also seine Frau. Ich kann nicht mehr weitergehen, okay. Das ist also seine Frau. Auf jeden Fall verdammt interessant, ne? Ich dachte, wir wären Zombie. Hey, Ada, was ist denn mit dir los? Gut, Leon, dann hilf ihr mal. Hilf ihr. Wie hilfst du? Hä? Was ist denn jetzt los? Hilf ihr doch! Die Handbremse ist los, aber alleine kriege ich das nicht bewegt. Ja, Ada. Hä? Ja, aber... Was ist denn jetzt hier? Nein, ich brauche Adas Hilfe. Hä, was ist denn jetzt hier los? Wie jetzt? Ach, muss man das einfach, muss man einfach dagegen laufen? Oder was? Ach, Ada, was ist denn jetzt hier? Hä? Wartet mal, irgendwie. Irgendwie muss man doch hier weiterkommen. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen mysteriös, muss ich sagen. Die Handbremse ist los, aber alleine kriege ich das nicht bewegt. Ja. Was ist denn jetzt hier? Ich will ihr helfen. Aber irgendwie... Wartet mal, ist das ein Bug? Irgendwie muss ich hier doch helfen können. Ah! Okay, so. Alles klar. Schiebt das Ding weg, Leute. Cool, ey. Das ist also Ada Wong. Hm? Okay, die sieht hübsch aus, muss ich sagen.
Ich stehe auf diesen Frauentyp. So. Das heißt, wir haben hier eine Tür. Ada. Du bist ein bisschen aufdringlich. Aber gut. Gehen wir mal hier rein in diese Zelle. Was das ist. So. Ada, wait! Und sie haut schon wieder ab vor dir, Leon. Wie schnell sind die jetzt weg? Also wirklich. Ada ist so schnell von Leon wieder abgehauen. Ne? Sie hat ihn also nur benutzt, um diesen Wagen da wegzuschieben. Das ist natürlich... So, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Oh Gott. Wir sind jetzt hier auf der anderen Seite. Okay. Was haben wir hier? Gehen wir in die Zellen rein, Freunde. Hört ihr das? Da ist noch ein Hund. Hunde dürfen hier definitiv nicht fehlen, ne? Oh Gott, wo ist denn der? Die Tür da ist beweglich, das gefällt mir nicht. Nicht, dass der gleich... Das hier aber auch, ne? Nicht, dass der Deckel ist fest zu. Mit dem richtigen Werkzeug bekäme ich ihn wohl auf. Der kommt gleich bestimmt da rausgesprungen. Aus der Tür da. So. Oh Gott. Sei nicht immer so laut, du. Der Zwinger könnte jeden Moment aufspringen. Ach, Leon. Jetzt hör doch mal auf mit deinem Kopfkino. Das sind zwei. Und da ist ein rotes Kraut. Okay, da ist ein rotes Kraut. Oh Gott. Diese Effekte hier, ey. Nein, okay. Besondere Kräuter, ja. Was sagt er dazu? Die es nur in der Nähe von Rekund gibt. Okay. So, ich will dieses rote Kraut noch haben. Habe ich halt ein Doppelgrün, mein Gott. Ich meine, Doppelgrün ist doch auch... Oh. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh. Drecksviecher. Ach, verdammt, ey. Okay. Oh, Dreckstölen hier. Verdammt nochmal, wo bist du, blödes Hund? Du blöder Hund. Da. Ich weiß doch nicht, was es triggert. Verdammt nochmal. Jetzt misch diese Kräuter zusammen. Und ich habe noch 8 Pistolenschuss. Alter Schwede. Ja, er sagt auch noch so, ne? Ja, der Zwinger, der könnte bald aufgehen. Ja, am Ende geht er auf. Oh Mann. Vor allem ist es kein Hundezwinger, das sind einfach Zellen hier. Oh, guck mal, ein blaues Kraut. Was soll ich jetzt mit einem blauen Kraut? Okay, verdammt interessant. Blaue Kräuter sind ja gegen Gift. Und was haben wir hier hinten? Hier ist auch noch eine Zelle. Hier ist nichts. Wie, da ist nichts. Ich hatte jetzt eigentlich hier erwartet, dass hier was ist. Aber nö, scheinbar nicht. Okay. Dann gehen wir mal hier raus wieder. Ach, diese ekelhaften Drecksviecher, ey. Die bringen mich dazu, dass ich alle meine Muni hier verschieße. Mann! Okay. Aber die Dreierwaffe, die bringt echt was Gutes gegen die Hunde. Echt. Ist echt geil. So, was haben wir hier? Ah, hier ist die Szene. Okay, hier ist das. Munition. Sehr gut. Jetzt sind wir aber auch voll. Nachladen bitte, Leon. Das hier auch nochmal nachladen. So. Was ist das denn da? Eine Schalltafel, mit der man das Schloss öffnen kann. Das Schloss ist offenbar zu. Ja, dann mach es auf. Ach, wir können so rein. Ach, okay.
Wir können also so rein. Oh Gott, bin ich jetzt hier wieder gelandet? Noch mehr Zelltrakte. Oh mein Gott. Okay. Was haben wir hier? Nochmal zwei Kräuter. Also langsam ist... langsam ist gut. Verbinde das Doppelgrün mit einem Blauen, bitte. So. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber... Gott. Ja, dann nehme ich das Blaue jetzt auch nochmal mit. Und mache mir eine Universalheilung. Das heißt Rot, Grün, Blau. So. Ist jetzt zwar ein bisschen bräunlich gemischt, aber passt schon. Ich möchte einfach nicht zurückgehen. Das ist das Ding. So, okay. Vielen Dank, liebe Gefängniszelle. Das war sehr ergiebig. Nur, dass wir jetzt die blaue Kräuter kriegen, das macht mich ein bisschen nervös. Oh, was ist das denn da? Oh Gott. Eine Cutscene. Okay. Let me guess. You must be Ben, right? Get up, now! What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben? You told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that? Ach du Scheiße. Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Ey, da, ey. Ah, jetzt müssen wir wieder auf, jetzt müssen wir da in die Zellen. Ey, da, die ist so mutig, ne? Rennt einfach da. Da ist ein monströser Schreiber da. Voll. Das ist jetzt Kacke. Das ist jetzt so Kacke, dass ich jetzt voll bin. Ihr werdet mich töten. Ihr werdet mich umbringen. Es muss sein, es tut mir leid. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Ja. Da war... Gullistange auf jeden Fall. Da war ein monströser Schrei. Das hat sich echt ekelhaft angehört. Und Ada geht da einfach hin. There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. Kanalisation, Freunde. Ja, ekelig. Ekelig. Alles klar, das heißt, wir müssen den Gullideckel aufmachen. Was ein Kack. Da freue ich mich ja schon drauf. Nicht. Da freue ich mich absolut überhaupt nicht drauf. Kanäle, da wollte ich da schon rein? Ja, das ist, glaube ich, die Tür. Kanalisation ist immer ungut.
Und zwar genau hier vorne. Genau hier. Das hier. So. Allerdings, liebe Freunde, was es mit dem monströsen Schrei auf sich hat und wie es hier weitergeht, sehen wir erst beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, dann würde ich mich sehr freuen. Und ja, wie es hier weitergeht, es wird spannend. Sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.